Mein Name ist Robert Franz und ich habe mich entschlossen, am 23. Juni einen Vortrag zu halten in Wien. Und zwar Schutzhaus auf der Schmelz. Da habe ich schon 4, 5 Vorträge gehalten. Es sind sehr viele Menschen gekommen. Jeder hat Interesse für Naturheilkunde, weil heutzutage die Medikamente nicht mehr wirken und auf Nebenwirkungen haben. Und außerdem nach Corona-Zeiten, viele Menschen haben sich geimpft, mehr oder weniger wollend oder nicht wollend, und haben jetzt Probleme wegen der Nachwirkungen von der Impfung. Und deshalb bin ich bereit, mit meinem Wissen zur Verfügung zu stellen, damit diese Menschen wieder eine Lebensqualität kriegen. Und merkt euch, der Schutz, der Weg zurück geht nur über Naturmittel. Es geht nicht mit allerlei für chemische Mittel oder allerlei für Blutwäschen, weil nur die Natur kann den Körper reinigen. Deshalb werde ich den Vortrag halten. Es wird Vortrag um 12 Uhr beginnen. Der Einlass ist aber um 11 Uhr, damit ich viele Fragen von euch beantworten kann. Außerdem von 12 bis um, ich weiß, 1:30 Vortrag, der erste Teil, dann machen wir kurz Pause. Dann am zweiten Tag vom Vortrag und ab 15 Uhr werde ich zur Verfügung stehen, um alle Fragen zu beantworten. Alle in Sachen natürliche Gesundheit. Was kann ich machen, wenn ich geimpft bin? Was mache ich gegen die Nebenwirkungen von der Impfung? Wie komme ich wieder ins Leben zurück? Und viele Leute sind betroffen. Deshalb haben wir entschlossen, richtig mal den Mund aufzumachen, auch in der Republik Österreich und unbedingt in Wien, wo viele Menschen keine Lösung mehr finden und ich weiß, und das System sich nicht dafür kümmert. Deshalb am 23. Juni, Einlass 11 Uhr, ab 12 Uhr Vortrag, Robert Franz, Naturheilkunde, alles, ich gebe euch mein ganzes Wissen mit und alles, was man machen kann gegen die Schäden, die die Corona-Impfung verursacht hat im Körper. Tschüss, auf Wiedersehen.